Es gibt verschiedene Ausprägungen einer Situation, wo der Körper vermehrt Jod verstoffwechselt, vermehrt nutzt zur Energiegewinnung im Körper. Und eins davon ist der Morbus Basedow, anderes ist zum Beispiel das autonome Adenom, wo das eben auf einer Nicht-Autoimmunschiene passiert. Es gibt aber auch prinzipiell das Phänomen der Jodempfindlichkeit, wo Jod eben dann auch zu Überfunktion, Jodgabe zu Überfunktion führen kann, aufgrund eines noch gar nicht bekannten Mechanismus. Aber man kann, wenn man diese Unterschiede berücksichtigt, schon erkennen, dass ich beim Morbus Basedow eine Autoimmunkrankheit habe. Das heißt, da werden ganz konkret Autoantikörper gebildet von einem Immunsystem, das da eben eine Störung hat. Ich habe beim autonomen Adenom auch eine andere Situation, dass das nicht diffus in der ganzen Schilddrüse stattfindet, sondern ein ganz bestimmtes Gebiet jetzt mehr Hormone bildet und ich dort natürlich eine sehr gute Situation habe, dass ich eben dann versuchen kann, durch eine verschärfte Lokaltherapie diesen überaktiven Teil der Schilddrüse in seiner Aktivität zu mindern und dadurch eben dann die Überfunktion zu lindern. Das ist bei Morbus Basedow nicht so leicht, weil da eben dann die gesamte Schilddrüse davon befallen ist. Und allen diesen ist aber gemeinsam, wenn ich jetzt Jod beispielsweise aus der Nahrung entziehe oder zumindest viel verminderter mit der Nahrung zuführe, dann entziehe ich ja diesen ganzen Krankheiten ihre Möglichkeit, also ihre Basis. Ich behandle sie, indem ich ihnen einfach die Möglichkeit nehme, eine Überfunktion herbeizuführen. Und ich entziehe ihnen das Substrat. Und da hat Jod aussparen bei allen von diesen Krankheiten, so verschieden die sein können, eine Bedeutung. Und ist das eine der Säulen dann der Therapie auch bei einem Morbus Basedow. Und da habe ich es ja auch schon erlebt, dass es manche Menschen gibt, die können so stark ihre Nahrung von Jod befreien, dass trotz einer weiterhin anhaltenden intensiven Autoimmunaktivität die Schilddrüse einfach nicht mehr in die Überfunktion kommen kann und dadurch auch ein gewisser Ruhezustand eintritt. Also einzig und allein mit eines konsequenten Herunterfahrens der Jodzufuhr habe ich schon einen Heileffekt. Was diese ganzen Krankheiten auch noch gemeinsam haben, ist, dass die Lebenssituation der Menschen, der Stress, den sie erleben, der Stress, den sie sich vielleicht auch machen, diese Anspannung im Hormonsystem, auch diese vermehrte Verstoffwechselung von Jod bedingen kann. Ich versuche, mehr Hormone herzustellen, ich versuche, mir die Kraft zu geben, die eben durch diese Hormonbildung hervorgerufen wird, weil ich eine Situation habe, in der eben das gefordert wird. Es sind Menschen, die sehr häufig sich stark selbst unter Druck setzen und eben dann mehr Hormonkraft verbrauchen. Und es ist interessant zu sehen, dass dann mit einer Strategie des Abgebens von Pflichten, einer Reduktion des inneren Drucks, den man sich macht, die Möglichkeit eben dann auch Pausen zu machen, wo das Hormonsystem runterfahren kann, seine Anspannung, tatsächlich dann auch die Intensität der Autoimmunaktivität vom Morbus Basedow zurückgehen kann. Das ist eine Verhaltenstherapie, die dann notwendig ist. Und das hilft eben auch wieder allen Menschen, die zu diesen Überfunktionssyndromen neigen. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, die Jodempfindsamkeit lindert auf einer Nahrungsergänzungsebene. Das ist das L-Carnitin, was hier eine gute Wirkung hat. Und
Das kann man diätetisch lösen, beispielsweise im roten Fleisch ist sehr viel davon drinnen. Das kann man aber auch ganz gezielt dosiert in Form von Tabletten oder Kapseln zuführen. Und wenn ich eine sehr hohe Jodempfindlichkeit habe, dann kann ich mit dieser ernährungstechnischen Maßnahme die Jodempfindlichkeit mindern und damit auch die Neigung, eine Überfunktion auszubilden, zurückfahren. Eine ähnliche Therapiemaßnahme kommt aus der Homöopathie, wo ich ja versuche, mit sehr geringen Mengen einer bestimmten Arznei Wirkungen hervorzurufen, die wahrscheinlich mehr auf einer energetischen Ebene dann sein können, weil das sehr geringe Mengen von eingesetzten Stoffen sind. Aber wenn man hier sehr gezielt vorgeht, hat man manchmal verblüffende Effekte. Und da habe ich die Situation, dass ja im Körper es so eingerichtet ist, dass ich an jeder Zelle einen Natrium-Jod-Transporter habe, also in der Zellwand. Das heißt, wenn ich Jod aufnehmen will von der Zelle, muss ich dafür Natrium abgeben. Und wenn ich eine Jodempfindsamkeit habe, also diese Neigung habe, das Jod zu einfacher oder sagen wir mal im Übermaß aufgenommen wird von der Zelle und dann zu großes Interesse herrscht, eben Jod zur Energiebildung zu nutzen, dann ist es interessant zu sehen, dass ich mit der Gabe von Natrium in homöopathischer Form, das gibt es eben als homöopathisches Kochsalz, hier eingreifen kann in diese Störung und oft eine sehr gute Linderung erreichen kann. Und das ist in der Homöopathie bekannt, da ist ja Natrium Muriaticum oder Natrium Chloratum seit vielen Jahrzehnten eine der Arzneien, von denen man weiß, dass sie beim Morbus Basedow sich heilsam auswirken können. Das kann man auch auf der Ebene von dem Schüsslersalz Nummer 8 machen, das eben auch Natrium Chloratum ist. Man kann das sehr intensivieren versuchen, indem man es in heißes Wasser reingibt und indem man eben mehr Tabletten anwendet, als man das sonst macht. Und da ist eine Möglichkeit, zum Beispiel einmal am Tag in ein Glas heißes Wasser 50 Tabletten einzurühren und schluckweise zu trinken. Und auch das kann eben einerseits die Stressbelastbarkeit verbessern, aber auch eben einfach diese Jodempfindlichkeit zurückfahren. Und dann gibt es eine gut abgestufte Reihe von Schilddrüsenblockern. Und wenn Sie jetzt einfach normal zum Arzt gehen, dann werden Sie wahrscheinlich das kriegen, was es ganz unten jetzt angeführt ist: Carbimazol, Thiamazol und Popizil. Das sind diese Tabletten, die man dosiert. Wo man aber oft beobachtet, wenn man sie hochdosiert, dass dann eben die Organschäden sehr intensiv sein können. Also das kann ja in hoher Dosierung zu Leberversagen oder zu Knochenmarksversagen führen und auch wirklich mal auch bewirken, dass jemand stirbt an der Therapie. Und da beobachte ich, dass eine sehr starke Abhängigkeit von der Dosierung zu bemerken ist. Also wenn ich überdosiere und jemanden von der Überfunktion in eine Unterfunktion hineintreibe, dann kommt irgendwann mal erst die Situation, wo dann Leber und Knochenmark auch angegriffen werden. Wenn es mir gelingt, die Dosis gut herauszufinden, sodass sie passt, kann ich endlos und gefahrlos mit diesen Schilddrüsenblockern eine Überfunktion abblockieren. Aber das wird selten gemacht, denn die Ärzte messen ja gerne den Erfolg am TSH. Das ist eben ein eingeschliffener Mechanismus, dass man das TSH bestimmt als Therapiekontrolle, wenn es um Schilddrüsenkrankheiten geht. Jetzt hat aber ein Mensch, der einen echten Morbus Basedow hat und diese Antikörper gegen den TSH-Rezeptor aufweist, sehr häufig eine Störung der Bildung von TSH in der Hypophyse. Das ist wahrscheinlich ein Autoimmunphänomen und es dauert oft Jahre, bis diese Fähigkeit, überhaupt noch TSH zu bilden, wieder zurückkehrt. Das Resultat davon ist aber, dass die gar kein nachweisbares TSH haben. Und das nehmen Ärzte wiederum als ein Maß dafür, dass eben eine Überfunktion der Schilddrüse vorliegt. Das heißt, wenn man sich bei der Behandlung der Schilddrüsenüberfunktion
nur auf die Bestimmung von TSH verlässt, dann ist man sehr leicht verlassen, denn es ist immer ganz niedrig und man denkt, man muss ganz hoch dosieren. Jetzt kann ich natürlich als weitere Therapiekontrolle das FT3 und FT4, das sind eben die wichtigsten Schilddrüsenhormone, die kann ich im Blut bestimmen. Und die sind ja beim Morbus Basedow, wenn er eben nicht gut, also wenn die Aktivität da ist, sind die ja meistens erhöht. Das ist ja die Überfunktion. Ich kann die messen im Blut. Hier ist es aber schwierig, weil der Morbus Basedow ja häufig einhergeht mit der Bildung von Antikörpern, die auch eine Entzündung in der Schilddrüse machen. Und deswegen ist die auch gebläht, deswegen geht die auch auseinander, deswegen entsteht ja ein dicker Kropf. Und diese Entzündung hat natürlich auch wieder Gewebszerstörung und Einschwemmen von Hormonen ins Blut. Und es macht einen riesen Unterschied, ob ich mehr Hormone produziere oder ob ich einen Verlust von Hormonen ins Blut habe. Das macht für den Körper einen sehr großen Unterschied, denn wenn ich nur mehr Produktion habe, dann kann ich zum Beispiel registrieren, dass ich eine innere Hitze entwickle. Ich verglühe richtig. Das sind Menschen, die schwitzen, die haben es richtig heiß. Wenn ich aber eine Entzündung habe, dann habe ich zwar mehr Hormone im Blut, die ich messe, die kommen aber nicht so gut im Körper an. Also sie sind nicht so effektiv. Sie sind keine aktive Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen, sondern es wird zwar ins Blut eingeschwemmt, aber es ist keine richtige Botschaft, die hier die Schilddrüse ausschickt. Und das kann man spüren, indem man sich dann eher schwach fühlt, indem man eher friert, indem man auch eher eine niedrigere Körpertemperatur hat. Und das erklärt, warum ich nur mit der Messung von Schilddrüsenhormonen im Blut nie hundertprozentig sagen werde können, ist das jetzt noch eine Schilddrüsenüberfunktion, die den Körper, vor allem das Herz-Kreislauf-System, belastet und die ich bremsen muss? Oder ist das eine Situation, wo ich zwar mehr Hormone im Blut messe, aber in Wirklichkeit schon in eine Unterfunktion mit all ihren Beschwerden gehe und dann auch der Körper angreifbar auf die Schädigung dieser Schilddrüsenblocker wird? Und das erklärt natürlich, warum bei hoher Dosierung von Schilddrüsenblockern, also dem Carbamazol, Thiamazol und Propizil, ich sehr häufig dann eine Situation habe, dass mir beim Morbus Basedow die Augen hervortreten, in einer Phase, wo ich eigentlich runterbremse. Die Schwellung hinter dem Auge ist ein Unterfunktionsphänomen. Wenn ich sorgsam dosiere, die Schilddrüsenblocker, passiert es mir nicht, dass die Augen hervortreten, zumindest in den allermeisten Fällen. Das heißt, dieses sehr hohe Dosieren von den Schilddrüsenblockern, oft findet das in der Klinik statt, weil Menschen ja auch oft dramatisch erleben, die Schilddrüsenüberfunktionsbeschwerden. Das kann tatsächlich sich sehr ungünstig auswirken und mehr Schaden hervorrufen, als dann langfristig gesehen der Nutzen ist. Und deshalb habe ich hier die Liste geschrieben und jetzt gehen wir langsam in der Liste nach aufwärts von anderen Schilddrüsenblockern, die man auch einsetzen kann. Und es gibt oft auch die Möglichkeit, eine Mischung davon einzusetzen. Und da habe ich das Perchlorat oder das Irenat als eine Ergänzung synthetischer, pharmazeutischer Art für diese anderen Schilddrüsenblocker drinnen. Denn Carbamazol, Thiamazol und Propizil haben eine bedeutsame problematische Nebenwirkung, nämlich jene, dass die durch Entzündung auseinandergewichene Schilddrüse sich verhärtet darunter. Das sind die sogenannten Goitrogene, nennt man die. Die fördern die Bindegewebsbildung in der auseinandergewichenen Schilddrüse. Und das führt dazu, dass wenn ich jemanden habe, der schon 3-4 Jahre lang diese Tabletten schlucken musste und die Schilddrüse ist relativ dick geworden, also deutlich sichtbar am Hals, ich größte Mühe habe mit Maßnahmen wie Schilddrüsenmassage beispielsweise, diese Schilddrüse wieder klein zu kriegen, denn es ist ein bereits straffes Bindegewebe, das sich im Innern der Schilddrüse ausgebildet hat und es ist auch relativ derb dann geworden, das Gewebe, und hat keine große Neigung mehr, sich diesen Versuchen in der Schilddrüsenheilung dann zu fügen.
Deswegen wäre es schön, dass man möglichst früh auf das Erenat umsteigt, denn das hat nicht diese Nebenwirkung. Aber auch das Erenat ist natürlich eine gewisse Belastung für das Blut beispielsweise und für Leber und Nieren. Und also es ist auf jeden Fall überdosiert, auch nicht unschädlich. Es ist eine pharmazeutische, relativ starke Wirkung für den Körper, die ja auch erwünscht ist, wenn das ein sehr intensives Krankheitsgeschehen ist. Und wenn es möglich ist, dann würde ich bei jemandem, der einen Morbus Basedow hat, sehr gerne mit Wolfstrappkraut am liebsten beginnen, die Therapie, und das auch ein bisschen hochdosieren, soweit man sich es eben dann zutraut. Wolfstrappkraut gibt es rezeptfrei zu kaufen, wird auch noch angeboten als Thyreogut beispielsweise. Und es gibt auch Wolfstrapp-Kraut-Tee zu kaufen, wo man dann einen Kaltauszug machen kann. Also über Nacht im kalten Wasser dann den Tee einwirken lassen auf das Wasser und dann leicht angewärmt am Folgetag trinken. Und hier würde man auch sehen, wie beeinflusst das meine Überfunktionsbeschwerden, das Wolfstrapp-Kraut, und wie verhält sich dann die Körpertemperatur unter der Therapie? Und da würde man eben am Anfang sehen, dass in der Überfunktion dann oft so leichte Übertemperatur besteht, so knapp über 37. Und es sollte dann zurückkehren in den Kernbereich von 36,3 bis 37,3, also um 36,8 unter der Therapie. Die Körpertemperatur muss man übrigens im Mund messen. Das ist schilddrüsennah und das sagt auch sehr gut den Temperaturwert dann aus, den wir brauchen. Und da gibt es viele Menschen, die mit Kohl, verschiedenen Formen von Kohl, mit Knoblauch und Zwiebel und Tamarinde beispielsweise, also Pflanzen, die mildere blockierende Wirkung auf die Schilddrüse haben, relativ gut die Überfunktionssymptome mildern können. Das würde dann in eine Strategie einfließen, was man so isst. Da gehört dann auch Soja beispielsweise dazu oder auch Hirse beispielsweise ist im Darm etwas bindend für Schilddrüsenhormone. Und wenn man sich sehr gezielt ernährt, da gibt es auch ein Merkblatt, das ich auf der Webseite hochgeladen habe, wo man dann sieht, wie man sich eben da mit Ernährung in eine normale Schilddrüsensituation hineinarbeiten kann. Und der Melissentee, der ist auch nicht zu vergessen. Melisse beinhaltet die Auroflavonoide. Das sind eben auch pflanzliche Inhaltsstoffe, die die Aufnahme von Jod durch die Schilddrüse blockieren. Und man kann mit Melisse hier auch wieder auf milde Art die Überfunktionsneigung runterblockieren. Im Wesentlichen würde ein Mensch mit Morbus Basedow also nicht einfach ein Thiamazol schlucken, sondern würde alles, was ich jetzt angeführt habe, in einer bestimmten Mischung einnehmen, die viel zarter, dafür aber tiefer und umfassender eine Schilddrüsenüberfunktion zum Stillstand bringen kann. Jetzt haben wir in der Forschung eine sehr schöne Situation, dass wir ja erst in den letzten Jahren erkannt haben, dass wir zumindest 27 bedeutsame Schilddrüsenhormone haben. Und eine Untergruppe, die Tyrosinamine, haben bremsende Wirkung. Und das konnte man auch in der Forschung schon sehr gut testen. Man hat also Menschen zum Beispiel intravenös dann bei Überfunktion das gespritzt und hat gesehen, dass es, wenn der Herzschlag zum Beispiel beschleunigt war, der dann wieder runtergesenkt werden konnte. Und eben auch andere Auswirkungen in der Schilddrüsenüberfunktion. Und ich denke, dass in einigen Jahren hier Produkte zur Verfügung stehen werden, die viel nebenwirkungsärmer sein werden und viel effektiver. Man wird dann einfach Tyrosinamin spritzen bei Schilddrüsenüberfunktion. Jetzt steigen wir ein bisschen noch ein in die nähere Betrachtung vom Morbus Basedow selber. Die meiste Literatur nennt das Graves' Disease. Ein Herr Graves war das.
Man müsste es eigentlich nennen Graves' Disease, also das S ist ja schon im Namen drin gewesen. Es braucht ein Apostroph sozusagen dran. Bei uns heißt es Basedow im Deutschen, im englischen Sprachraum heißt es Graves. Und die Definition ist eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse, die zur Überfunktion führt und häufig eben mit einer Vergrößerung der Schilddrüse und einer Augenbeteiligung einhergeht. Das ist der klassische Fall und diese Menschen erkennt man auch gleich. Das werden wir gleich sehen. Und derzeit ist eben das Vorgehen so, dass man sagt, manchmal nur ein halbes Jahr, manchmal 1,5 Jahre, es ist ein bisschen unterschiedlich, versucht man es medikamentös zu blocken und damit operiert oder bestrahlt mit radioaktivem Jod, was nicht nur zur Zerstörung der Schilddrüse führen soll, sondern auch starke Beschädigung der umliegenden Organe und natürlich Strahlen, ja die Gammastrahlen in dem radioaktiven Jod durch den ganzen Körper. Also die Strahlentherapie ist meiner Ansicht nach nicht mehr zeitgemäß. Es ist zu erwarten, dass man nach 10 oder 20 Jahren einen Strahlenschaden auch sonst irgendwo hat mit Entartungen, auch krebsigen Entartungen. Also es ist eine Therapie, die nicht sauber ist und auch zu nebenwirkungsbehaftet. Aber früher hat man eben ein bisschen anders gedacht und hat ja dann oft auch ein viel radikaleres Vorgehen gewählt und hat sich um Nebenwirkungen nicht ganz so sehr gekümmert. Der Morbus Basedow tritt vor allem bei Frauen im gebärfähigen Alter auf, also wenn die, wenn man es salopp formuliert, im Saft stehen. Und das weckt natürlich schon Gedanken daran, wie weit zum Beispiel Östrogene hier bei der Ausprägung mitspielen können. Man weiß ja, dass Östrogene Entzündungsbereitschaft fördern, das sind Entzündungen erlaubende Hormone. Und das Prolaktin ist auch etwas, was Frauen viel mehr bilden, wenn sie stillen. Und Prolaktin ist auch entzündungsfördernd. Und es ist eine Schilddrüsenentzündung, mit der wir es hier zu tun haben. Deshalb schon die Frage, wie weit kann ich in Morbus Basedow mit dem Gegenspieler, dem wichtigsten von den Östrogenen, das wäre das Progesteron, behandeln? Wie weit kann ich mit Androgenen, Testosteron, ein Morbus Basedow auf hormoneller Ebene behandeln? Ist eine interessante Frage, wird so schnell nicht beantwortet werden können. Es ist ja so, dass wir erkannt haben mittlerweile, dass die Schilddrüse also etwa 30 Hormone hat, die Nebenniere etwa 45 Hormone, dass wir insgesamt etwa 1000 Botenstoffe im Körper haben. Und wenn wir zum Beispiel Progesteron sagen, dass wir dann wahrscheinlich nicht einfach von einem Hormon sprechen können, sondern es gibt da immer wieder Varianten, mehrere Varianten, die oft ganz anders im Körper wirken können. Es muss erforscht werden. Es wird nicht ganz einfach sein, da wirklich einen Durchblick zu kriegen und dann auch wirklich Therapieempfehlungen ableiten zu können. Aber prinzipiell, es kann kein Zufall sein, dass das eben so stark Frauen bevorzugt, diese Krankheit. Das ist wirklich beim Mann sehr ungewöhnlich, aber es kommt natürlich auch vor. Etwa im Verhältnis von 1 zu 30, denke ich. Ein anderes Phänomen, was wir nicht so richtig durchschauen, ist, warum erhöht sich statistisch das Auftreten von Morbus Basedow, wenn ich irgendwo vermehrt Jod zuführe den Menschen? Also ich mache sozusagen eine Jodierungskampagne und füge das dann natürlich auch künstlich jetzt Nahrungsmitteln zu. Füttere auch Tiere vermehrt damit und dann über die Tiere und deren vermehrten Jodgehalt kriegt es eben der Mensch dann auch mit. Das ist nachteilig. Aber dann gibt es andererseits Völker oder sagen wir Bevölkerungen dieser Welt, die zum Beispiel in Japan unheimlich eine Tradition, die über Jahrhunderte zumindest geht, vielleicht Jahrtausende, sehr viel Meeresfrüchte zu sich nimmt und dann eben eine durchschnittliche Jodaufnahme am Tag hat, die unsere um das Hundertfache übersteigt. Also man hat ja mal berechnet, dass wir in Europa beispielsweise etwa, sagen wir, 100 Mikrogramm, also das sind 0,1 Milligramm
Jod zu uns nehmen. Und in Japan ist der Durchschnitt etwa 4 oder 5 Milligramm, denke ich. Ich glaube, 5,3 Milligramm waren das. Also etwa das 50-fache. Und trotzdem ist in Japan der Morbus Basedow viel seltener als bei uns. Also man kann nicht recht verstehen, wie kann es sein, dass einmal die Mehraufnahme von Jod einen Schaden macht und warum ist es möglich, zumindest wenn es traditionell über längere Zeiträume mehr Jod zugeführt wird, dass das eher dann wieder das Gegenteil zur Folge hat. Ja, Karl von Basedow, also es ist schon mehr als 1,5 Jahrhunderte her, dass er gearbeitet hat. Ist schon bald 200 Jahre, denke ich. Der hat es da eben beschrieben, eben die hervortretenden Augen, dann den Kropf, wie man das eben nannte, und einen schnellen Herzschlag. Und seine Therapie war jodhaltiges Mineralwasser. Also er hat wahrscheinlich mehr Patienten geschadet, als ihnen genutzt, denn die Jodempfindlichkeit ist etwas, was alle Menschen mit Morbus Basedow vereint. Und in Amerika gab es den Robert James Graves. Der hat es eigentlich etwas zuvor schon beschrieben, dachte aber, dass das eine Krankheit des Herzens ist. Und da gab es noch einen Herrn Möbius, war auch ein Arzt, der eben viel später, zwei Generationen später dann, tatsächlich gesagt hat, das muss was mit der Schilddrüse zu tun haben. So, das hat er eben dann relativ deutlich erkannt. Und damals hat dann begonnen die Art des Umgangs, dass man gesagt hat, ja, wenn es mit der Schilddrüse zu tun hat oder von ihr sogar ausgeht, dann entfernt man einfach die Schilddrüse. Aber dann hat man am Anfang keinen guten Hormonersatz gehabt. Aber so gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat man dann begonnen, ein Stück von einer tierischen Schilddrüse diesen Menschen dann zu geben, wenn sie eben keine Schilddrüse mehr hatten, weil sie ja sonst gestorben waren. Und das war dann der Beginn der Hormonsubstitutionstherapie.